Moin moin und willkommen zurück, Battle Brothers. Ihr wisst Bescheid, was jetzt abgeht, denn ihr habt die letzte Folge gesehen. Arena-Kämpfe. Ich war so frei, hab schon mal getradet. Hab den ganzen Müll verkauft, den wir nicht mehr brauchen. Und will jetzt mit euch mal reinschauen, wie es jetzt hier in der Arena aussieht. Warte mal, hier haben wir noch eine Quest, die schauen wir uns auch erstmal ein. Hand down. Okay, können wir uns noch in der Hinterhand halten. Aber schauen wir jetzt als allererstes, wie es aussieht. Drei Leute gegen vier von die, fünf von diesen Schlangviechern sehe ich als machbar an. Es sollten Leute sein mit viel HP auf jeden Fall, da diese nämlich durchschlagen durch die Rüstung. Dann können die uns nicht. Aber die können uns ranziehen. Ich denke, das ist machbar. Ich denke, das ist machbar. Ich war natürlich so frei und habe nicht gespeichert. Drei Leute. Meine Nummer 1 ist klar. Wie immer. Colonel muss mit rein. Gerade schon wegen dem AOE. Bär-Dude können wir nicht gebrauchen. Don würde ich rauslassen, weil er zu wenig HE hat. HE. Ja, HE wäre jetzt auch nicht schlecht gegen diese Schlangen, aber haben wir leider nicht. Bisschen High Explosive. Wäre schon echt übel, ne? Muss man ja mal sagen. Nee. Ist für einen anderen Dude bestimmt. Dann nehmen wir den Huhn mit rein. Er hat auch viele HP. Vielleicht nochmal eine bessere Rüstung. Und Justinas. Ja, sehr gern. Schildwechsel auf Bonus auf Melee. Die Stun-Keule kann nicht schaden. 35, 35. Ja, gegen den Armor-Push brauchen wir nicht. Das ist hinfällig. Gut. Ich denke mal, wir haben unsere Leute ausgerüstet. Ich denke mal, das ist okay so. Gehen wir ran. Gehen wir ran. Ich glaube, das geht gut. Wir glauben und hoffen. Gibt es hier eigentlich einen Unterschied mit offenen? Nee. Ich will den Colonel sofort drinnen sehen. Seine Rüstung ist natürlich ein bisschen. Hat ein bisschen Schaden. Ist okay. Ein bisschen was hält er, ja. Und gehen wir hier gleich vorne rein. Erste. Schade, kein Stun. Zwinger. Zwei Kopftreffer, das ist natürlich wirklich sehr krass. Ja, wenn sie ranziehen, ist das Gute. Ist immer noch besser als ein Attack. Sind wir mal ehrlich. Jetzt verteilt sich der Schaden auch ein bisschen. Vielleicht? Ne, die waren alle auf dem Colonel. Ist aber nicht schlimm. Denn eine ist schon gone. Schade. Nimm dir die nächste vor. Split. Exposed Ribs. Ne, ist keine blutende Verletzung. Oh, die Rüstung macht sich so langsam. Ja, die ist langsam hinüber. Aber gut ausgewichen hier an der Stelle. Schlitz, Schlitz, Kopftreffer. Unterstützende Maßnahme. Eine weniger. Hier natürlich auch schon ein bisschen außer Atem. Auch wieder exzellent geblockt.
Gib den Colonel mal ein bisschen Luft. Wer mir ein Blumen pflücken. Verband. Ist ja nur Bleedings, ne? Ja. Remove Cuts, Black Kicks und diesen ganzen anderen Ramsch. Gut. Jawohl. Huhn, Alter. Willst du mich eigentlich total rollen? So viele 80er gehen daneben. Du mit deinem Damage-Dealer-Schwert. Ende. Huhn hat es spannend gemacht. Aber er ist nur auch Arena Fighter 5, glaube ich, ja. Plus 5 Resolve. Sehr schön. Hat's aber auch, er musste es unbedingt spannend machen. Bis zum Schluss. Hä. Bengel. Gibt's ja nicht. Ja, aber wir müssen Kohle eingesackt. Der nächste Fight dauert natürlich. Problem ist, der Colonel ist nackt. Das ist bekanntlich schlecht. Na, wir haben hier noch eine 130er. Ersatzrüstung ist immer noch mehr als 46. So. Gut, keine Ups. Einen Tempel hatten wir hier nicht, ne? Nee. Das war die Stadt ohne Tempel. Tempel kriegen wir da unten. Wie sieht's aus mit dem Trading? Wir haben hier immer noch Güter. Ich find's immer noch krass, wie teuer der ganze Bums hier unten ist. Wir haben ja schon gut in der Arena gekämpft, aber das wirkt sich null auf unsere Beziehung der Stadt gegenüber aus. Finde ich irgendwie komisch. Ich meine, ist man dadurch nicht auch in aller Munde, wenn man hier kämpft und so richtig abrippt und sowas alles? Ich weiß es nicht. Also eigentlich schon, aber leider ist es scheinbar nicht so. Ja, na klar, 36 ist ja dumm oder was? Hier einen Butcher. Au. Defense. Melee. Geil. Ein trottliger Sklave. Nischt. Ich meine mal besser als nischt, klar. Wir können ja noch ein paar Leute reinholen in unsere Truppe. Dann haben wir hier immerhin nochmal zwei Melee. Stellen wir sie nach hinten mit einem Pullarm und gut ist. Aber es geht besser. Day wäre interessant, aber viel zu teuer. Ein Gladi. Schauen wir vielleicht hier mal rein. Melee Defense, ne. Nicht wirklich Interesse, bin ich ehrlich. Wollen wir einfach mal ein bisschen Crap noch reinholen hier? Warum nicht? Wir haben den Platz. Wir haben den Platz. Warum sollten wir sie nicht reinholen? Wir stellen sie natürlich nicht nach außen. Wir haben ja gelernt. Helm auf dem Kopf. Zack, gleich so ein richtigen. So ein richtigen Knallerhelm. Dolch weg damit. Jetzt schauen wir uns mal die Stats an. Na nu, jetzt musst du die richtigen anklicken. Zwei mehr im Melee. Mehr Initiative ist also früher dran. Dann haben wir hier einen mit der Zweihand-Axt. War nur lustig, wäre der verreckt bestimmt. Gleich erste Waffe für Zweihandachs, ne? Ist schon brutal. Hier einmal Schild. Oh, den Cleaver können wir dir nicht geben, ne? Das will ich da ja nicht erhalten, der Dude. Sportlich. Oh, die zwei Punkte auch drauf geschissen.
Egal, wir nehmen ihn so rein. Kann nur gut werden. Kann nur gut werden, ey. Super. So viele Leute drin, ich find's ja geil. Ich find's ja geil. Scheiß auf diesen 12er-Cap. So, wie sieht's aus? Wo sind sie denn? Oder was vor allem ist es? Bitte nicht Schlangen. Für jeden, 10 Stück. Many davon. Many, ja, ist... Ist er nur eine Sorte? Komm, Dawn. Jetzt stellen wir sie. Fallback. Ne, hier nicht. Lieber auf dem Wüstensand. Nicht, dass wir da im Modder gehen, wisst ihr? Besser. Gar keinen Bock auf Modder. Da kommen sie. Hyänen sind ja auch geil, weil... wir ja diesen Pelz kriegen. Enix, Alter. 95er... Dann Chance. Unnormal. Ist das ein Swing oder rundum? Round Swing, okay. Schicken natürlich die neue nicht rein, ne? Das wäre Selbstmord. Ausgewichen. Bin beeindruckt. Schritt vor. Ja, vielleicht machen wir den Spearwall auf. Ob es jetzt was bringt oder nicht, werden wir noch sehen. Langsame Schritte. Da ist der Rest. Und die sind natürlich alle Brandside. Na ja, gut. Können sie ja. Ei! Und ein Attack können sie ausführen. Wahlweise. Na, dann kann ich ja in der Zeit hier noch machen. Einen Trink zu mir nehmen. Thomas. Wenn der schon so exposed steht, dann sofort rauf, ne? Also. Das ist ja fast logisch. Mitchell, der war wieder richtig kacker. Mal ehrlich. Bad Boy auch reinstellen. X. Wunderbar. Gibt's Außendeckung. Stellst ihn zu, aber einzeln. Ne? Da sind wir smart. Hat schon. Habt ihr alle euer Schild oben? Sieht nicht so aus. Oh, hier haben wir noch einen Hit. Sehr gut. Hat er mal wieder schon den Daumen auf der Leertaste gedrückt. Overwhelm. Das ist natürlich übel. Übel Shit. Ist eine Backliner-Runde. Sind wir ehrlich. Aber ich bin wirklich beeindruckt über unsere Melee-Defense, dass sie einfach keine Schläge reinnehmen. Muss man ja mal so anmerken. Da kann man schon mal klatschen. Schön. Schöner Genicktreffer. Kill, das wäre so geil gewesen. Stunnen, meine Freunde. Jawohl. Wie oft haben wir denn? 60. 60. Aber trotzdem geht der Hit rein. Das ist schön. Kann sich auf einen konzentrieren. Los, hol dir den Kill. Schönes Ding. Hier kommt klar. Hier unterstützen. 81. Vollmer. Sehe gar nicht so. Rausstellen. Split. Schon haben wir ein Problem, weniger. Iselair. X. Weg damit. Ich sehe hier schon. Ah ne, Fleisch leider nur. Fleisch. Leider Fleisch.
Geil. Gestunt, Bleed. Also haben wir jetzt eigentlich jetzt bis zur nächsten Runde aktiv zwei Targets. Skip, 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 skip. Das sieht gut aus. Wieder ausgewichen, ne? Einfach nur gierig, sag ich dazu. Ja, jetzt hat er natürlich mal gefressen. Jawohl. Schön die Lücke genutzt. Hoch. X. Komm, stell dich ran, was soll passieren? Was soll passieren? Daneben. Wieder mit dem 70er daneben gehauen. Ali, sehr gut. Da ist Ende. Jetzt aber. 30, komm. Jetzt dir voll gegönnt. Bin ich ehrlich. Ist aber noch nicht raus. Hier warten wir auf den Colonel, weil ihr müsst euch rausstellen. 1, 2, ja, du musst unterstützen. Und Justinas im günstigsten Fall auch. Deswegen skippt ihr. Kannst du 1 hierhin? Ja. Einfach versuchen, für ein bisschen Unmut zu sorgen. Split. Nicht, dass wir schon unseren Fleischer verlieren oder welcher davon auch immer der Fleischer war. Ja, hat. Holen dir. Gönn. Sehr nice. Jetzt können wir abrippen. Justinas, komm. Exposed. Ekelhaft. Nächste Runde. Ja, da geht schon mal den Hit rein. Nicht schlimm. Sehr schöner Fight, wirklich. Huhn hat ein Level up. Hätte ruhig weniger Fleisch sein können, bin ich ehrlich. Also ich hätte doch lieber diese Pelze genommen. Priorisiert, dass wir dann da dieses Hyänen daraus basteln können. Das ist ja auch recht gut. Da gab es doch auch nochmal Resolve, oder? Kann ich jetzt gar nicht, weiß ich jetzt gar nicht. Aber hier sind die Preise runtergegangen. Ist das kostet keine 900 mehr. Haben wir jetzt doch hier so ein bisschen Friendship. Ja, sie sind offen uns gegenüber. Oh, die Trading Goods sind immer noch unverschämt teuer. Seid immer nur frech. Nur weil ihr mit Sand werfen könnt und wir nicht. Wie sieht's aus? Seid ihr alle relativ fit? Ja. Weil ich sehe schon wieder, die Leute klimpern schon wieder an der Tür. Ein Lindwurm. Ein Lindwurm mit drei Leute. Ich würde es mal testen. So ein Test auf den Sonntag. Ne? Das ist schon was. Wer kennt's nicht, diesen typischen Sonntagstest? Wie ging was an? Der Lindwurm muss permanent gestunt werden. Muss. Justinas. Don. Und Colonel als Damage-Dealer. Der Lindwurm muss immer gestunt. Kann man den Lindwurm stunnen? Lass uns doch das einfach mal fix googeln. Ich google es mal nebenbei schnell. Ich denke mal, das sollte okay sein. Battle Brothers. Lindwurm. Ohm. Weil wenn wir den nicht stunnen können, dann gehen wir da elendig unter. Da haben wir es nämlich. Er ist resistent. Die Frage ist jetzt, war das gegen Verletzungen oder auch gegen Stun? Resistent, alle Statuseffekte. Nein, das hat nichts mit Stun zu tun. Sehr gut. Underdog. Er ist vier, hat vier Samen. Was ist denn dieses Dodge? Ah, das ist ein Angriff, okay.
Gut, aber Pathfinder ist er noch und dann hat natürlich giftiges Blut, das haben wir ja, dieses Acidblatt, dass er uns unsere Rüstung auflöst. Dann haben wir noch seinen Tail, hat genau die gleichen Stats. Gut, wir sollten es schaffen. Wenn ich das jetzt hier so richtig sehe. Also er sollte stunbar sein. Also machen wir es, wir versuchen es. Annehmen. Was ich mich jetzt aber frage, ne, so rein von die äußerste Sicht, ne, welcher normale Mensch, es sind nur zwei, verdammt, doch da ist die andere, welcher Mensch fängt diese Biester ein, um sie in die Arena zu schleppen? Welcher Mensch? Also ich stelle nur Fragen, ne? Warum fängt man einen Lindwurm ein? Sieben Action Points, okay. Ja, ich müsste mal die Tastatur wieder umschalten, ne, dass ich hier auch die, dass ich sie auch benutzen kann. So. Wir warten. Ja, das war wirklich Oh, das ist unangenehm. Upsi. So, jetzt haben wir... ja, mein Plan ist gone. Warte mal. Sieben? Er kann sich nicht weit bewegen und eigentlich hat er auch keinen... Wie weit können sich diese... die beiden Körperparts sich auseinander bewegen? Weil theoretisch müsste man den ja mit Range Dudes weggeballert kriegen. Weil die sich ja deutlich schneller bewegen können. Wenn ich das jetzt mal so drüber nachdenke. Oder? Irgendwie? Wie ich so drüber nachdenke? Dass ich den Colonel auch nicht da hinstellen kann, oder dass er zwei Treffer macht. Jetzt geht's aufs Fleisch so langsam. Stackt sich das? Nein. Es hält nur lange an. Schade. Es sah gut aus, aber... Es kann nicht lange, es hätte nicht lange anhalten können, dass wir wirklich da alles ausweichen. Aber irgendwie das mit den Range Dudes. Wenn wir einen drin zu stehen hätten oder haben, hier haben wir übrigens ein Update. Bei Boon. Great, meine ich. Wenn wir natürlich einen hätten. Ja, der wirklich unnormal viel aushalten würde. Wir könnten Boon übrigens immer noch trotzdem noch auf Nimble drücken. Auch wenn wir jetzt hier das falsch gesetzt hätten. Oder hier auch noch einen Punkt verschwendet haben in Bloody Harvest, da ja eigentlich ein Zweihänder sein soll. Gehen wir uns auf.
Hebe ich mir auf für die Kommentare. Das ist gut. Also Stun war auf jeden Fall... ist keine Option. Geht nicht. Warte mal, das ist besser. Trotzdem muss er als Damage-Dealer drinnen bleiben, der Colonel. Wenn er hier natürlich schon ein bisschen Trefferchance hätte. Vernünftige. Dann hätte man noch einen zweiten Damage-Dealer, der wirklich voll reinhackt. Wenn Boindiel ein bisschen mehr HP hätte, könnte man ihn reinnehmen, dass wir möglichst schnell die HP wegdonnern. Oder wir machen es wirklich. Wir haben jetzt auch hier 4 Sam drauf. Die Sache ist, kickt 4 Sam. Ich glaube nicht. Das war auch raus, wenn ich das richtig gelesen habe. Resistenz. Nee, ist eigentlich nur gegen Blutungen und Charmed. Aber er hat auch Underdog. Und Underdog müsste das eigentlich auch ausgrenzen. Oder geht es nur gegen Surroundings? Wenn sie diese Seite aufbaut, ne? Und es immer so hin und her geht, geht mir ja richtig auf den Sack. Nee. Hat damit nichts zu tun. Wir versuchen das mal. Wir versuchen das mal. Und jetzt legt ihr dann natürlich auch eure ganzen Backups weg, dass ihr dann möglichst viel... Fatigue habt. Möglichst viel Fatigue. Der Colonel bleibt drinnen. Ena muss ja ein bisschen ablenken. Gut, wir versuchen's. Versuchen mit den Ranged Dudes. Natürlich erstmal kommen lassen. Drei Schritte. Gut, vielsam Kick. Das ist das, was ich wissen muss. Arena ist groß, da müssen wir jetzt aufpassen, dass wir hier keinen Schrittfehler reinhauen. Muss ja auch mal passieren, ne? Out of range. Ja, der Schwanz kann sicherlich direkt drumherum bewegen. Alles klar, nochmal. Das müssen wir natürlich bedenken. Einmal noch, ne? Wisst ihr, alle guten Dinge sind 3. Hm. 85 zu 100. Zwölf Fatigue, 16. Aber wenn es zum Kampf kommt, sind wir schneller durch die Rüstung durch. Weiter versuchen. Ja, 5, 6, 7, 8, 9. Yes. Irrelevant.
Scheiße. Und da switcht der Schwanz wieder vor. Ey, fuck, schon wieder ein Stellungsfehler. Ah, Mann, das ärgert mich, das ärgert mich. Verletzungen gehen bei ihnen ja natürlich auch nicht rein. Das ist dann auch noch so ein Ding. Hier haben wir natürlich erstmal einen Schuss vergeicht, wa? Damit wieder experimentierfreudig war. Jetzt mitziehen erstmal. Eins, zwei, drei. Hier. Warte mal. 1, 2, 3, 4. 4. Warte mal, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4. Jetzt ist er natürlich dran und kann natürlich wieder Fenix catchen. Was soll das mit der, was soll das mit der Schrittfolge? Warum ist er denn einmal früher dran? Sag mal. Letzte Mal. Und sonst ist es doch immer die gleiche Abfolge. Kritisch. Thomas, wirklich schönes Ding. Fleeing, beziehungsweise Breaking. Fleeing kommt erst noch. Poker. Jetzt muss man ein bisschen pokern. Wieder ein schöner Kopftreffer. Beginnt ein Pokerspiel. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Ja.
Jawohl. Schönes Ding, Jungs. Oh, meine Fresse. Jawohl. Alte Scheiße. Mann. Schönes Ding. Und ja, ich weiß, wir haben noch ein paar Minuten, aber das Ende war so schön. Ihr wisst ja, wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Und das war wirklich gerade der absolute Gnadenstoß, ne? Meine Fresse, war das ein Fight. Danke fürs Zuschauen. Ich bedanke mich wieder bei euch. Es ist wieder eine Woche rum jetzt. Eine Woche mit einem Stream, viele Folgen. Es wird weitergehen. Je nachdem, wie euch diese Fun-Gameplays gefallen, schauen wir mal auch noch. Aber ich finde es eigentlich eine ziemlich coole Idee, gerade um auch für mich Abwechslung und neue Motivation immer noch reinzukriegen. Dass ich mir dann auch wirklich mal einen Tag gönne und dann mal was anderes so richtig durchziehe. Müssen wir dann immer mal schauen. Aber so, das war gerade hier Battle Brothers, ne? Das war gerade geil. Das war gerade richtig, richtig, richtig geil, ne? Hab gut mitgeschwitzt hier auf meinem Hocker, ne? Danke. Wirklich. Bedanke ich bei euch fürs Zuschauen. Danke fürs fleißige Liken. Und wir sehen uns dann wieder frisch, fromm, fröhlich, frei in der nächsten Woche. Streamtechnisch habe ich jetzt noch keine Ahnung, weiß ich noch nicht, muss ich schauen. Wie gesagt, wenn wir diesen ersten Twitch-Stream machen, das werde ich natürlich ein bisschen länger vorher ankündigen, sagen wir mal eine Woche. Das könnt ihr dann wieder im Community-Hub lesen. Und wer schon mal für alle Fälle nichts verpassen will, kann mich auf Twitch schon mal adden. Das ist eigentlich genau der gleiche Krempel, ist auch Colonelburton 1104. Übliches Emblem und so weiter und so fort. Ja, dann seid ihr da schon mal ready. Also dann, ich hau jetzt rein. Euch dann noch einen schönen Sonntag. Und wir sehen uns in der nächsten Woche. Leute, ich hab missklickt. Ich hab nicht gespeichert, war richtig dumm, aber ich bin jetzt kurz davor, es wieder zu schaffen. Es ist der Anlauf Nummer 12. Ja! Anlauf Nummer 12 und ich fühle mich nicht mehr schlecht. So, jetzt aber ein schönes Wochenende. Und nein, zeige euch noch, wie ich speichere, sonst mache ich das gleich nochmal. So, jetzt aber, schönes Wochenende, haut rein.